herzlich willkommen bei Christa 2706 und in Sanders Siebenlingen in Folge 96, also noch 4 Folgen bis zum Geburtstag. Sie sind hier alleine zu Hause. Ben und Angela sind auf Reisen mit Andreas und fahren ein bisschen herum. Wir treffen immer wieder mal Amanda und Tatjana. Und wir gucken uns heute mal an, was die sieben so treiben. Das ist jetzt direkt im Anschluss an die Disco-Nacht. Das ist jetzt Sonntagmorgen. Die frühstücken jetzt mal. Lena hat Pfannkuchen gemacht und ja, die Frühstücken sind alle noch im Pyjama. Und ich habe mir gedacht, wir werden uns heute mal ein wenig die Bestreben ansehen und die Fähigkeiten, die wir vielleicht noch verbessern können oder so, auch die Charakterwerte. Und ja, die sollen jetzt mal essen. Wir schauen uns mal die Bestreben an. Man kann nicht überall was tun. Lena muss noch erwachsen werden und heiraten. Das werden wir jetzt nicht so schnell erfüllen. Der Luis muss noch ein Buch schreiben. Das könnten wir doch gleich mal machen. Ich halte jetzt mal an, weil sonst machen die wieder irgendwas. Dann suchen wir uns doch gleich mal einen Computer. Hier müsste doch irgendwo einer stehen. Sonst auf alle Fälle oben im zweiten Stock, das weiß ich. Langsam werde ich auch heimisch in dem Haus. Willst du da bleiben? Luis, dann kannst du dann bitte hier ein Buch schreiben. Gene Buch schreiben. Was schreibt ein Buch? Was schreibt er denn für ein Buch? Motivationsbuch. Okay. Poesie. Okay. Drehbuch, auch interessant. Ja, ist jetzt gerade selbstsicher. Ich sag mal, ein Motivationsbuch soll er schreiben, okay? Emilchen muss ein 3-Sterne-Promille. Wir müssen uns ein bisschen um seine Berühmtheit kümmern. Dazu muss Emil da eine Follower prüfen, Instagram-Story hinzufügen, aktualisieren und dann kann er noch ein Selfie machen und er kann noch Instagram-Tier machen und das werden wir dann noch posten. So, Jana. Jana braucht noch Charisma, das heißt, wir brauchen einen Spiegel. Da war doch, glaube ich, sogar hier im Flur einer, oder? Ja, hier ist einer. So. Und dann kannst du hier Rede üben. Der Nick. Hallo Nick, sitzt hier mit dem Paul. Mit Nick müssen wir nach Willow Creek reisen. Das möchte ich vielleicht noch in der nächsten Folge machen, dass wir noch mal einen Kurzurlaub machen. Mit allen natürlich. Wird den anderen auch nicht schaden. Da kann man dabei nichts tun. Achso, wir könnten schauen, was muss er denn dafür noch machen. Aber wir können hier. Aber dann lassen wir den Nick einfach mal so ein bisschen an der Geschicklichkeit werken. Da ist eine Werkbank. Wo ist die Werkbank? Okay, du kannst die Schnitzerei verwerfen. Und dann, ja, dann müssen wir erst schauen. Theo? Wie sieht's mit Theos Bestreben aus? Erwachsen werden. Okay, da können wir eh nicht mehr machen. Und Paul? Ja, Paul habe ich ja jetzt zusätzlich den Maler gegeben. Hilft ihm zwar bei seiner Polizeikarriere nicht. Dann kannst du das mal verkaufen. Dann kannst du noch eins anfertigen. Drücken wir mal auf Play, das passt dann ganz gut. Oder dann kommen Nick und Paul eh da hoch. So. Lena, du solltest da nicht hingehen. Da soll auch der Nick hingehen. Sie ist schon wieder krank. Oh, Sims, ihr seid ständig krank. Nick kommt mit dem Essen hoch. Paul kommt mit dem Essen hoch. Ja, sorry, ich habe euch nicht fertig essen lassen. So. Paul, dann kannst du hier bitte ein
Ach, ein selbstsicheres Gemälde. Wie heißt das Buch? Das Rätsel des Gefallens. Ja, nehmen wir so. Emil hat 289 Follower. Das ist ein Anfang. Ja, wir müssen da dran arbeiten, das ist klar. So, gut. Der Nick hat jetzt das Nachsehen, weil Helena will hier arbeiten. Was hat mir denn zu Lena gesagt, dass sie machen soll? Gar nichts, gell? Haben wir gar nicht geguckt, weil als sie nämlich nichts braucht. Obwohl, Lena will ja ein Restaurant eröffnen. Schauen wir mal, wie sieht es denn mit dem Mixen aus? Und na, das könntest du wirklich noch etwas üben. Dann kannst du hier Tränke mixen üben, aber bitte nicht trinken. Und dann darf der Nick hier zurück. Aber ist jetzt auch blöd, die soll das jetzt fertig machen. Oh, hallo, hallo Emil. Was hast du denn so rote Augen? Nee, das geht sich nicht aus. Okay, wir drehen dich nochmal rum. So. So ein bisschen. Dein Tattoo sieht und einmal vielleicht ein paar Filterchen. Aber sieht nicht schlecht aus. Bisschen Orangen Dutch. Bisschen natürlich. So. Da haben wir das. Ah ja, jetzt macht er noch die Katze. Aber die ist. Oh, hier ist er ja. Aber eher von der anderen Seite. Geht wieder nicht, weil da die Wand ist. Naja, so, wir können eins zoomen. Egal, ein paar Fotos einfach. So, und dann kann Emil in seinen Inventar. Sind wir jetzt in Emils Inventar? Ja, wo sind denn jetzt die Bilder? Man kann die doch auch hosten, oder? Er singt hier, hübsch. Lässt es gut gehen. Du kannst hier mal Lieder eine wunderliche Weise fortsetzen. Du hast hier noch einige Lieder, die du nicht fertig geschrieben hast. Das können wir auch machen. Das ist auch gut für dein Ruhm. So, Jana. Ah ja, Jana übt da schön. Das ist doch super. Nick? Bist du schon fertig? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber du hattest ja ständig keine Lust mehr. Was machst du denn jetzt? Auch tanzen. Alles klar. Alles klar, Nick. Schau mal, räum mal das ab. Und hier ist eh nix. Dann kannst du auch mal noch ein Landschaftsgemälde. So, Lenas Fähigkeiten steigen auch schon. Ah, jetzt ist Theo hier. Ja, ist okay. Ist okay. Paul malt. Fertig. Hast du dein Bestreben fertig? Ach, er war nicht inspiriert. Okay. Verkauf's mal. Aber er ist jetzt selbstsicher. Dann muss er erst mal ein bisschen hier in die Wolken schauen. Mach das mal. Gucken wir mal wieder Lena, die mixt noch. Wie geht's dir dabei? Geht's dir noch gut? Brauchst du irgendetwas? Nein. Und sie hat jetzt mixen, das braucht noch sie. Aber das geht voran. Wahnsinn. So, Nick. Ah, Louis. Louis schreibt an seinem Buch. Das wird auch bald fertig sein. Da geht's noch gut. Emil. Machen wir hier mal zu, dass nicht so viel da ist. Okay, Emil schreibt jetzt an seinem Lied. Jana. So, Jana will jetzt dann Zähne putzen. Das kann sie jetzt dann machen. Da werden wir jetzt einfach abbrechen und sagen, sie soll sie auch duschen oder so. Ne, das haben die alles erledigt. Dann hier, Jana, kannst du Zähne putzen und ein Glas Wasser nehmen und dann kannst du noch ein bisschen
Geschichtenzählen üben. So machen wir das. Nick, wer ruft denn an bei dir? Lisa, Darling. Ich habe einen Ring in der Tasche von Paul gefunden. Ich glaube, er will mir einen Antrag machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, nein, ja, natürlich, sag ja. Wie cool. Paul hat schon einen Ring in der Tasche. Na, wenn das so ist, das ist ein Zeichen. Das finde ich jetzt süß. So, Theo. Theo tanzt hier ein bisschen. Aber Theo, du darfst auch ein bisschen üben. Das schadet nicht. Du kannst auch mal ein Songdex oder ein Lied schreiben. Aber ein Songdex kannst du schreiben. Dann nennt das mal Songdex schreiben. Dann schreib doch mal eine epische Ballade. Hm? Ihr seid doch so vielseitig. Da können wir das gut ausnutzen. So, Alena. Alles gut bei dir? Alles gut. Jetzt schauen wir dann ein bisschen auf die Wünsche. Sie wünscht sich, jemanden die Muskel zu zeigen. Okay. Ein bisschen lasse ich sie noch. Aber ich will sie nicht zu sehr nerven. Der Louis hat jetzt aufgehört. Ist dein Buch fertig? Müssen wir mal hier schauen. Was für eine Errungenschaft. Louis hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in seinem Inventar abgelegt, damit er jederzeit lesen kann. Louis kann es auch veröffentlichen. Klicke einfach auf den Briefkasten. Ja, das werden wir dann machen. Dann lassen wir ihn ein bisschen Yoga machen. So, das hat er sich jetzt verdient. Lena darf jetzt dann auch aufhören. Ich will nicht, dass die dann irgendwie so geflasht ist. Lassen wir sie jetzt aufhören. Louis darf eh schon tun, was er will. Emil schreibt das Lied noch fertig. Jana. Jana? Naja, Jana hat jetzt ihre Zähne geputzt und erzählt noch Geschichten, aber die muss jetzt dann auch auf Toilette. Das bist du ja schon richtig. Und du kannst jetzt dann aufhören. Wie weit bist du denn gekommen mit deinen Charisma-Werten? Auf 9. Wow. Naja, es geht ja voran. Nick, wo bist du? Ah, du bist jetzt hier bei Louis, okay. Bisschen Yoga, sehr gut. Und es ist übrigens ganz gut, weil wir haben heute Tag der neuen Fähigkeit. Dann ist es auch für den Feiertag ganz nett. Oh, Nick von hinten. Gibt schlimmere Anblicke, würde ich sagen. So, Nick, waren wir. Theo? Wo ist eigentlich der Paul? Ist der jetzt inspiriert? Jetzt ist er schon wieder selbstsicher. Verlobt? Okay, das ist jetzt automatisch gegangen, oder? Ja gut, dann nehmen wir das so an. Das war die Frage von Lisa. Das war also jetzt wirklich selbstständig der Heiratsantrag von Paul. Wir haben ihn nicht gesehen, aber es ist passiert. Wow. Wir könnten jetzt Lisa hierher einladen. Ist sie denn? Ach so, sie muss hier sein. Lad sie ein. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen sehen. Oh, er ist so Ben. Er ist so Ben. Das ist schlimm. Aber es ist auch schön. Aber es ist auch schön. Hier kommt jetzt Lisa. Schauen wir mal. Sie sind jetzt wahrscheinlich verlobt. Er kann sie jetzt nicht mehr fragen. Zuneigung ausdrücken. Okay, dann herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ihr seid jetzt verlobt. Schön. Ja, muss ich mir hier nichts mehr überlegen, wann wir das machen. Ne? Du kannst dir ein Geschenk geben. Freundliches Geschenk. Was hast du denn? Du könntest ihr Drachenskulptur schenken. Ich weiß nicht, ob sie sich freut, aber ja. Das ist was von dir selbst gemachtes. So, dann darfst du sie natürlich auch küssen. Gib dem Lied einen Namen. Das ist jetzt der Theo, nicht? Der schreibt, oder? Nur mal E-Mail.
Eine wundersame Weise. Ich nehme jetzt den Titel der letzten Folge. Sieben auf einen Streich. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Hallo, was ist denn mit meiner Tastatur los? Geht sich nicht aus, oder? Okay. Dann heißt das eben so. Und freut sie sich? Sie freut sich. Dann könnt ihr von mir aus auch ein bisschen im Wandschrank rumschmusen. Theo hat auch Level 9 erreicht. Langsam werden die. Ist jetzt irgendjemand noch beschäftigt? Oder macht eh schon jeder, was er will? So, oh, die spielen hier Schach. Alles klar. So, wir müssen jetzt noch. Moment mal. Was macht Lena? Ist Lena fertig? Ja, Lena malt jetzt. Das ist schön. Bei Lena müssen wir nichts tun. Louis hat ein Buch geschrieben. Komm mal her, Louis. Wir gehen jetzt hier zu unserem Briefkasten. Nein, hier ist er nicht. Hier ist er. So, es dauert, bis man sich so an ein Haus gewöhnt. Ah, du kannst das Lied lizenzieren. Und du kannst. Oh, ist jetzt Lena. Naja, ist egal. Das hatten wir schon. Louis. Wow, was ist denn das eigentlich für ein Bild hier? Wer hat das gemalt? Wer ist anders? Das kannst du auch verkaufen. So, und dann kannst du hier an den Verlag verkaufen. Die Sache mit den imaginären Zahlen. Und das andere kannst du auch verkaufen. Dann schauen wir mal. Du müsstest ja auch jede Länge Lieder haben. Man kann aber immer nur eine gewisse Anzahl an Liedern in der Woche veröffentlichen. Aber man kann hier auch noch Songdance der Lara in Love. Aber ihr seht, da kommt da auch eine Menge Kohle rein. Also die verdienen wirklich schon selber eine Menge Geld und können sich ihre Wohnsituationen durchaus leisten. So. Jana hat jetzt ein bisschen Spaß. Was hat sie denn für ein Problem? Nicht mein Rhythmus. Du kannst gerne eine andere Musik einschalten hier. Ah, oh nein, hier ist die Musik. Sender wechseln. Wir können gerne mal. So, Nick, was macht dir denn Spaß? Du möchtest gerne jemandem ein Kompliment machen. Okay. Wo ist eigentlich der Baul? Waren die schon in einem Wandschrank? Oh, guckt. Sieht so aus, freudig überrascht. Ich muss flirten. So, komm, räum das mal auf. Wegwerfen. Wo ist denn eigentlich Lisa hin? Ist sie noch da? Wurscht. So, Jana. Jana ist in Eriks Zimmer. Geht jetzt auch was essen. Naja, es ist jetzt an der Zeit. Der Deo darf jetzt hier aufhören zu üben. Bist jetzt eh schon Level 10. Geh aufs Klo, geh was essen. Und die machen alle total gern Yoga. Also ich habe ihnen das nicht beigebracht. Das sage ich mal gleich. Das ist ihr freier Wille. Level 5 von Wellness. Lena ist am Kochen. So, jetzt schaue ich noch mal. Ah, Emil, kannst du jetzt hier ein Bild posten, aber das geht glaube ich nur am Computer, gell? Wir müssen schauen, dass du deinen Promi-Status jetzt schon langsam mal erhöhst. Ich habe es bewusst als Teenager zurückgehalten, weil ich das nicht wollte, aber jetzt geht's dann Richtung Karriere und da müssen wir das schon machen. Da gibt es jetzt irgendwas, so ein soziales Netzwerk und da kann er jetzt mal das Bild teilen und dann kann er werben, für ein kleines Produkt werben. Und kann er noch ein virales Video hochladen. So machen wir das, genau. Janchen fühlt sich gut, hat ein bisschen Hunger. Hier sind sicher noch Reste. Du kannst hier Reste nehmen. Dann Nick, geht's gut. Jetzt ist sein Spaß auch wieder erfüllt. Theo hat Hunger. Der wartet schon, dass Lena kocht, aber du kannst auch hier
Das tun wir weg. Du kannst hier... Kannst du Lena kochen helfen? Nee, wieso kann er das nicht aufräumen? Ach, weil das der Luis schon hat. Okay, naja, wird sich schon irgendetwas holen. Oh, Paul ist schon schlafen gegangen. Steht er wieder auf? Okay. Er hat doch Hunger. Kann ich verstehen. Da kann man nicht schlafen, wenn man hungrig ist. Ah ja, hier ist ja noch was. Der Luis hat gekocht. Ofenkartoffeln. Na dann ess doch hier. Dann ess doch hier. Ja, so, liebe Leute, ich denke, es ist lange genug gewesen. Ihr seht, die, glaube ich, erfüllen auch den Feiertag hier fast alle. Oh, Jana muss noch was tun. Da arbeite ich noch ein bisschen nach. Ihr auch noch. Und bei Paul machen wir auch noch ein bisschen was. Die sollen jetzt aber essen und dann muss ich schauen, dass sie ins Bett gehen, denn am nächsten Tag ist Schule. Und vielleicht gehen wir dann nochmal mit einem mit in die Schule, das wäre doch auch eine Idee in Folge 97. Und dann mache ich noch einen Feiertag, dann fahren wir nach Granite Falls und dann ist das eh schon fast so weit. 97, 98, 99, denke ich, werden wir eine kurze Zusammenfassung machen. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, lasst euch überraschen. Auf alle Fälle danke ich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und guckt mal, hier ist Sandra. Sie besucht ihren Nick. Das war schon wieder mal so klar. Hey, ihr zwei. Was geht ab mit euch? Was macht ihr denn? Halt, du möchtest doch jemanden... Dann schlag mal... Dann schlag mal Sandra einen verrückten Plan vor. Wenn du das schon tun möchtest, was auch immer das für ein Plan sein könnte. Also, ich würde dann gerne meine Verlobte auf der Farm heiraten, zum Beispiel. Ich glaube, das könnte ein verrückter Plan sein, auf den wir uns einlassen können. So. Dann mach das. Bevor wir jetzt da aufhören, das muss das leider noch sein, weil ich es gesehen habe, dass sie da ist. Okay, natürlich werden Ameisen da sein, wenn auf Arm und so, aber wir können, müssen das natürlich dann irgendwie ein bisschen im Sommer machen, denn jetzt ist noch kalt. Oh, sind sie nicht süß. Ja, sehr schön. Gut, aber jetzt ist Ende Gelände. Theo, gehst du noch aufs Klo, bitte? Und ich sag jetzt wirklich vielen Dank für eure Treue, für eure Kommentare, für eure Likes und generell, dass ihr einfach dabei seid. Alles Gute, ciao und baba, eure Christa.